Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und BioNTech zugelassen. Jetzt folgt die Herausforderung der Einrichtung von Impfzentren. Da zunächst Risikogruppen immunisiert werden sollen, wird die Verteilung an eine breite Bevölkerung eine der größten Herausforderungen für Portugal sein, das zum Jahreswechsel die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernimmt. Während der Ratspräsidentschaft wird Portugal alles in seiner Macht Stehende tun, um eine universelle Impfkampagne zu starten, die innerhalb eines Jahres den größten Teil der europäischen Bevölkerung abdecken kann. Wir werden uns bemühen, die Corona-Maßnahmen besser zu koordinieren, und zwar in Bezug auf Disziplin, Schutz und individuelle Sicherheit, aber auch um den freien Verkehr in Europa besser zu verwalten. Assim como as medidas que têm a ver com a gestão do nosso espaço de circulação livre. Die Pandemie hat ihren Tribut von der europäischen Wirtschaft gefordert. Firmenpleiten dürften trotz staatlicher Unterstützung im kommenden Jahr zunehmen. Portugal verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Unsere wirtschaftliche Erholung muss gleichzeitig der Weg für eine kohlenstofffreie Wirtschaft sein, eine digitale Wirtschaft, die in der Lage ist, Wohlstand, Arbeitsplätze und Einkommen für die Menschen zu schaffen. Neben der Bewältigung der Pandemie und ihrer nicht absehbaren Folgen warten weitere Probleme auf Portugal, darunter die Post-Brexit-Phase und der nur für den Moment entschärfte Rechtsstaatsstreit mit Ungarn und Polen.